Dann von Sacred Steel in der Batschka. Und ja, vielleicht wollt ihr euch zuallererst mal vorstellen. Nö. Ich bin der Jörg, spiele Gitarre. Ich bin der Matthias, ich spiele Schlagzeug. Und das ist unser Sänger, der Gerrit. Sacred Steel spielen heute Abend als Vorgruppe von Blitzkrieg. Und wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ihr das Konzert heute Abend spielt? Tjo, eigentlich hat uns der Rüdiger Abend, oder Freund von mir, dazu eingeladen, mit meiner anderen Band Dorner Finder hier zu spielen. Und dann haben wir gesagt, eigentlich würde Paul ein bisschen besser zu, sage ich doch, zu Blitzkrieg passen. Und dann haben wir gesagt, okay, spielen wir mal Blitz, wer ist mir das Sacred Steel vor? Und ihm hat es gefallen und jetzt spielen wir halt mit Sacred Steel. Passt musikalisch halt irgendwie ziemlich gut zu Blitzkrieg. Jo. Ja, wir hießen bis vor 3 Monaten noch Tragedy Divine. Also der, von Tragedy Divine, da war der Gerrit und ich. Und wir haben uns irgendwie nicht mehr so gut verstanden mit den anderen Jungs. Und haben uns dann entschlossen, halt jetzt mit 9 Leuten weiterzumachen unter dem Namen Sacred Steel. Also ich bin zum Beispiel einer dieser 9 Leute, der jetzt bei Sacred Steel dazugekommen ist. Und bis jetzt läuft es hervorragend und wir sind überzeugt, dass es der richtige Schritt war. So. Ich weiß nicht, vielleicht in Ludwigsburg gibt es halt auch eine recht große Underground-Szene. Also da gibt es ziemlich viele Musiker und wir haben ja auch schon guten Namen da gehabt mit Tragedy. Von daher waren die Leute da gleich dabei. Also ich zum Beispiel, ich habe eigentlich schon immer nach einer Band gesucht, die so Musik macht. Und bin auch sehr großer Tragedy Divine-Fan gewesen eigentlich. Und wo ich dann gehört habe, ich kann jetzt bei der neuen Band quasi, die daraus entsteht, spielen, dann war ich also ziemlich Feuer und Flamme eigentlich sofort. Und mit dem anderen neuen Gitarristen, mit dem Olli, ging es eigentlich genauso. Und von dem her entstand da einfach eine unglaubliche Chemie in der Band, weil sich dann 5 Leute gefunden hatten, die endlich mal alles Gleiche machen wollten, was man sonst eigentlich selten findet bei Bands so. Und habt ihr jetzt die Möglichkeit, demnächst irgendwie eine CD rauszubringen? Ja, also wir werden auf jeden Fall, so ich schätze mal im Frühjahr, spätestens im Sommer eine CD rausbringen. Steht bloß noch nicht fest, bei welchem Label. Aber wir haben jetzt schon ein Angebot und eine andere Firma ist sehr interessiert. Und es ist davon auszugehen, dass wir dann irgendwo unterschreiben werden, so bis in 1-2 Monaten spätestens. Und dass die CD, die wollen wir dann so schnell wie möglich aufnehmen. Wir haben noch eine zweite Band hier, ich und er, die eigentlich uns auch sehr am Herzen liegt, die heißt Dawn of Winter, ist eine Doom-Metal-Band und dafür arbeite ich jetzt persönlich die Texte, die mir wirklich am Herzen liegen. Ja. Aber es muss auch irgendwo eine Möglichkeit geben, einfach nur sich auszuleben, ohne irgendwie tiefsinnig zu sein oder ähnliches. Und Musik kann auch durchaus als, auch wenn das Wort negativ irgendwie belegt ist, es kann als Unterhaltung dienen und einfach nur als naja, Flucht vorm Alltag. Und dafür ist Sacred Steel für Leute, die Metal hören, immer noch, sage ich momentan, die beste Alternative. Wer Metal hören will mit aussagelosen Texten, die einfach nur Metal zum Inhalt haben, Metal, Metal und sonst gar nichts, die sind bei uns genau richtig. Ab und zu mal ein bisschen Fantasy-Inhalt oder Inhalt von irgendeinem Film, der mich beeindruckt hat, aber sonst sagen die Texte definitiv nichts Tiefsinniges aus. Keine Problematik über, was weiß ich, Weltwirtschaftskrise in Afghanistan oder sonst. Scheiß drauf, echt. Nur Unterhaltung, sonst gar nichts.